Final Fantasy 8. Was für ein super geiles Intro. Da es Cypher im Training ein bisschen übertrieben hat, müssen wir jetzt hier auf der Krankenstation abgammeln. Hier werden wir von Dr. Kadowaki vollgelabert und können anschließend unseren Namen auswählen. Aus welchem Grund auch immer leckt Final Fantasy im Menü total rum. Keine Ahnung wieso. Frau Kodawaki, ist mir scheißegal, quatscht uns weiter voll und anschließend kommt unsere Ausbilderin Quistis Treppe. Treppe? Ganz plötzlich steht neben eurem Bett eine Frau, die euch wohl kennt, aber die ihr nicht kennt, aber die eigentlich der wichtigste Charm-Spiel ist und um die dreht sich das ganze Spiel eigentlich. Aber das erfährt man das alles später.
Wisst ihr, ist Trepa. Nach dem Quiz ist euch auch noch voll gequatscht hat, geht's dann endlich mal auf zum Klassenzimmer. Achtung, Grafikfehler, die rennt durch die Säule durch. Heute findet die praktische SEET-Prüfung statt, keine Ahnung, und deswegen müssen sich alle Schüler 16 Uhr am Eingang treffen. Wir können aber noch nicht, weil wir noch keine GF haben, deswegen müssen wir mit Quizlist zur Grotte laufen. So, jetzt mal ein bisschen schneller. Nachdem man dann... Nein, noch nicht Karten! Außerhalb des Klassenzimmers trifft man dann auf Selfie, die gerade frisch aus einem anderen Garten kommt und sich hier überhaupt nicht zurechtfindet. Und da kann man dann aussuchen, ob man die rumführt oder ob man darauf keinen Bock hat. Den Typen im nächsten Raum unbedingt ansprechen, da bekommt man seine ersten 7 Karten im Spiel. Nachdem man dann am Eingang ist, bekommt man von Quistis seine ersten 2 Guardian Forces, nämlich Quetzalcoatl und Shiva. Jede GF, die man koppelt, hat verschiedene Eigenschaften, die sie lang kann und diese Standard hat. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann mal Ifrit mit Squall koppele, komisches Wort, dann kann ich für den Stärke freischalten und kann Zauber auf Stärke koppeln und mach so eben mehr Schaden. Und das kann man eben mit vielen anderen Zaubern auch machen. Mit allen Zaubern. Und jetzt sind wir auf der Overworld, der perfekte Platz zum Level. Mit Draw können wir im Kampf von Monstern Zauber ziehen im Prinzip und das mit maximal 100 Stück pro Charakter und die geben uns eben bessere Werte, wenn wir sie koppeln oder eben um sie im Kampf halt selber einzusetzen. Ist ja klar. In der Feuergrotte angekommen, muss man auswählen, ob man 10, 20, 30 oder 40 Minuten braucht. Ist eigentlich scheißegal, was ihr nehmt. Nehmt ruhig 40 Minuten, wenn ihr selber ein bisschen Zauber noch drawen wollt oder wenn ihr einfach nur leveln wollt. Ansonsten 20 Minuten reichen und dann geht's gleich durchweg zu Shiva. Nicht zu Shiva, zu Ifrit. In der Höhle selber gibt's nur 3 oder 4 verschiedene Monster, von denen kann man aber Feuer, Analyse und Eis ziehen. Drawn halt. Und ansonsten kann man noch nicht viel machen. Was man vor dem Kampf noch machen kann oder machen sollte, ist mit den GFs, die man jetzt schon besitzt, die Ability anfeuern lernen. Das macht den Angriff ein bisschen stärker von denen. Und man braucht nur 10 AP, um das zu lernen.
Nach dem ersten Bosskampf gibt es dann 5 G-Returner, eine XP und 20 AP und eine Ifrit-Karte. Wenn man jetzt Ifrit mit Squall koppelt, kann man Zauber mit Stärke koppeln und das macht dann ein bisschen stärkeren Angriff. Als ich dann wieder am Garten war, hatte ich Bock auf eine Runde Karten, hab abgekackt und hab meine verdammte Ifrit-Karte verloren. Also brauchte ich erstmal wieder neue Karten. Ey, warte mal! Hä? Wo ist er hin? Ah, los, wir zocken, ich brauch deine Mogli-Karte. Und mit genau der Karte und mit ein paar anderen kleineren Karten habe ich dann auch meine Ifrit-Karte wiederbekommen. Und Part 1 ist zu Ende.